Nicht umsonst ist dieses Buch hier eines von Stephen Kings bekanntesten und auch beliebtesten Werke. Und nicht umsonst ist die darin enthaltene Antagonistin Annie Wilkes eine der beliebtesten Antagonistinnen überhaupt. Es gab ja auch eine sehr hervorragende Buchvorlage mit einer sehr hervorragenden Verfilmung, wie man ja so hört, mit Kathy Bates in der Hauptrolle, die auch einen Oscar dafür gewonnen hat. Ich habe den Film nie gesehen, jedoch habe ich das Ganze jetzt letztens auf der Bühne gesehen. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Tim und ich lade hier auf diesem Kanal alles rund um Geschichten und Bücher hoch. Wenn dich das interessiert, dann klick doch gerne auf Abonnieren und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Und bevor ich euch jetzt sage, ob dieses Buch hier auf der Bühne gut funktioniert, sage ich erstmal ein paar einleitende Worte zum Theater. Leute, geht ins Theater! Huh, Theater, das hat was! Also ich bin jetzt 23 Jahre alt und oder jung. Theater ist nicht das Medium, mit dem ich aufgewachsen bin. Klar, so als Kind geht man manchmal so in Kindertheatervorführungen, aber eigentlich danach hatte ich mit dem Theater nichts am Hut. Ich habe jetzt letztes Mal selber zum ersten Mal auf der Bühne gestanden, hobbymäßig, ganz laienmäßig, vor teilweise 100 Leuten haben wir gespielt und das hat so Spaß gemacht. Also zum einen macht das Theaterspielen natürlich total Spaß und auf der anderen Seite habe ich jetzt auch nochmal gesehen, wie krass Theater spielen, wie krass Theater auch als für den Zuschauer wirken kann. Also ich war wirklich seit Jahren nicht mehr im Theater als Zuschauer. Denkt mir immer so, warum denn? Man hat doch Filme zu Hause. Wozu sollte man ins Theater gehen? Aber das ist so ein meilenweiter Unterschied. Es macht einfach Spaß, diesen Schauspielern und Schauspielerinnen auf der Bühne zuzuschauen, wie sie diese Rolle leben. Und du siehst halt nicht diese Magie vom Film, wie man jetzt vielleicht Dinge rüberbringen kann, indem man näher oder weiter weg von der Kamera steht oder vielleicht weiter von oben gefilmt wird oder weiter von unten oder all dieses Zeug siehst du auf der Bühne nicht. Die Schauspieler sind immer gleich weit von dir weg, die sind immer gleich laut, du siehst sie immer aus dem gleichen Winkel und das ist nochmal was ganz anderes. Du hast nur eine eingeschränkte Bühne und jetzt muss kreativ mit dem vorhandenen Platz gearbeitet werden, es wird kreativ mit dem Publikum gearbeitet, wenn die Schauspieler plötzlich mal ins Publikum reinrufen, das hat nochmal eine ganz andere Wirkung, als wenn du das aus einem Bildschirm raus siehst. Du bist plötzlich mittendrin im Geschehen. Das ist was ganz anderes, nicht mal vergleichbar mit 3D im Kino oder so. Also Leute, das war mein Anfangsplädoyer. Geht ins Theater, probiert es einfach mal aus. Und wenn ihr hinterher sagt, nee, hat mir nichts gegeben, dann mei, ist es so. Aber wenn ihr hinterher sagt, wow, geil, dann geht öfters ins Theater. Theater ist was Gutes. Ja, und jetzt komme ich nochmal auf Misery, beziehungsweise im Deutschen Sie zurück. Dass, falls irgendjemand die Handlung nicht kennen sollte, ganz grob zusammengefasst, wir haben hier einen Schriftsteller, Paul Sheldon, der in irgendwo abgeschieden sein Buch schreiben will und dann fährt er da mit dem Auto rum und hat einen schlimmen Unfall und wird von seinem Fan Nummer 1, Annie Wilkes, gefunden, die zufälligerweise auch Krankenschwester ist oder war zumindest und sie rettet ihn sozusagen, bringt ihn zu sich nach Hause in ein verlassenes, abgeschiedenes Haus und dort hilft sie ihm erstmal, dass seine Beine wieder heilt ihn halt und ja, das hört sich ja jetzt erstmal ganz nett an, aber diese Annie Wilkes, die hat's echt drauf. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, sie ist nicht umsonst eine der krassesten Antagonistinnen überhaupt. Denn sie ist ein krasser Fan. Wirklich krass. Und sie liebt Paul Sheldon. Sie liebt ihn wirklich. Und er hat jetzt etwas gemacht, was sie ihm eigentlich nicht verzeihen kann. Und da wird sie zur Bestie. Und das, Leute, ich sag's euch mal so, also, dass das überhaupt Stephen King quasi in einem Buch von, ja, 500 Seiten hinkriegen kann, dass das spannend ist. Das ist schon alleine ein Meisterwerk, weil das ist ein Kammerspiel tatsächlich, auch im Buch. Das sind nur diese zwei Figuren. Vielleicht kommt mal noch eine dritte Figur vor, sage ich mal. Aber es ist im Grunde ein Kammerspiel und zwei Personen. Und das ist natürlich eine gute Ausgangslage für ein Theaterstück, weil Theater, da hat man auch nicht unbegrenzt Schauspieler, man hat nicht unbegrenzt Platz, man muss nicht, man will nicht ständig vielleicht die Bühne umbauen. Und bei diesem Stück musst du halt die Bühne quasi nie umbauen. Eigentlich gar nicht. Du hast halt die ganze Zeit nur dieses Zimmer. Und das wird im Blutenburg-Theater in München, wird Misery gerade aufgespielt. Jetzt natürlich nur noch sehr kurz. Ich hoffe, ich kann das Video heute Abend noch hochladen, während ich das jetzt hier aufnehme. Und es ist ja schon an sich ein Meisterwerk von Stephen King, dass er es schafft,
hier so ein Kammerspiel auf 500 Seiten spannend zu machen. Wir haben nur zwei Charaktere. Vielleicht kommt dann nochmal so eine dritte Figur vorbei. Aber an sich haben wir nur diese zwei Figuren und ein Zimmer oder vielleicht zwei Zimmer. Aber das ist es. Und auf 500 Seiten ist das spannend. Aber damit ist es halt auch eine sehr, sehr gute Ausgangslage für ein Theaterstück. Und dieses Theaterstück habe ich gestern im Blutenburg-Theater in München gesehen. Falls das jemand von euch sehen will, müsst ihr extrem schnell sein. Ich hoffe, ich kann dieses Video noch heute Abend hochladen. Ich glaube, das läuft nicht mehr lange. Ich schreibe es euch nochmal hier rein, wie lange das noch läuft. Aber ich habe es gesehen und ich fand es unglaublich gut. Weil, wie ich schon gesagt habe, man muss halt kreativ werden. Wir haben ja bei Misery tatsächlich nicht nur das Zimmer. Mal sieht man auch das ganze Haus von außen, aber wir haben jetzt hier diese Bühne, die eigentlich nur das Zimmer ist. Und das wird super intelligent gemacht. Also die Bühne hat mir so gut gefallen. Da geht sie hier aus der Zimmertür raus und geht hinten nochmal rum, wo man sie als Zuschauer sieht. Aber jedem ist klar, da ist eine Wand dazwischen. Also das ist super intelligent gemacht, so wisst ihr, wie ich meine. Und dann haben wir halt diese Stimmung im Blutenburg-Theater. Also das ist ein sehr kleines Theater. Also wirklich, es ist wie eigentlich nur so ein kleiner Raum, so, wo eine winzig kleine Bühne steht, ein paar Sitzreihen, so. Aber das hat was. Direkt daneben steht noch eine Bar, wo du dir dann in der Pause ein paar Drinks kaufen kannst. Sehr, sehr witzige Drinks auch, die witzige Namen haben, wie den Miss Marple oder die kalte Leiche. Das ist ganz witzig. Ist übrigens keine bezahlte Werbung, die ich hier mache. Ich bin einfach nur gestern da gewesen, fand es super. Genau, und dann, Leute, vielleicht könnt ihr es euch denken, wenn ihr den Film zu Misery auch gesehen habt und Kathy Bates super fandet. Ich habe den Film ja nicht gesehen, aber ich habe mir sagen lassen, dass sie diese Rolle echt gerockt haben soll. Ich weiß nicht, wie man dieses Theaterstück findet, wenn man den Film kennt. Ich habe ihn nicht gekannt und ich muss sagen, Alter, die Schauspieler haben diese Bühne gerockt. Und das ist wirklich krass, weil du hast ein Theaterstück von 2 Stunden und du sitzt da und siehst, hast halt nicht diese Filmmusik oder gut, ein bisschen Musik gibt es schon, aber du hast nicht krasse schnelle Schnitte oder eine schnelle Handlung oder so. Du siehst immer den gleichen Blickwinkel sozusagen. Die Schauspieler sind immer gleich weit entfernt und so. Und es ist sehr viel Dialog. Das kann schnell langweilig werden. Aber diese Schauspieler und Schauspielerinnen haben das, finde ich, meines Erachtens extrem gut gemacht. Also wirklich. Das ist tatsächlich etwas, was ich selber beim Schauspielen so gelernt habe. Man muss ja aufpassen, dass man in so Dialogszenen nicht die ganze Zeit nur so dasteht und miteinander redet so. Das wirkt langweilig. Du musst immer irgendwas machen und dann nimmst du mal den Stuhl, rückst den hier rum und setzt dich dahin oder dann stehst du auf und machst das. Du musst immer in Bewegung sein. Das wirkt erstmal irgendwie albern, aber wenn man das mal von außen sieht, wie ich gestern im Theater, das wirkt spannend, dann passiert was und es wird nicht langweilig. Und dann haben die natürlich ultra viel Text gehabt. Also das sind 2 Schauspieler und die reden da 2 Stunden miteinander. Und gerade die Annie Wilkes hat ja arsch viel Text und eine krasse Rolle. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, dieses Stück baut darauf, dass Annie Wilkes gut gespielt ist. Weil wenn die nur halb so gut gespielt worden wäre, wäre das Stück totlangweilig, weil in dem Stück, in dieser Handlung, in dieser Geschichte von Misery geht es um Annie Wilkes. Das ist keine Geschichte über Paul Sheldon, das ist eine Geschichte über Annie Wilkes, was sie für eine Figur ist, wer sie ist und what the fuck mit ihr abgeht so. Und das bringt diese Schauspielerin in diesem Stück im Blutenburg-Theater krass gut rüber. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Ganze jetzt hier ziemlich frei Schnauze erzählt. Ich habe sehr viel hin und her gesprungen und rumgelabert und habe jetzt innerlich meinen geistigen Faden verloren. Ich hoffe, dass ich das im Schnitt wieder hinkriegen kann. Aber ja, ich werde mich jetzt gleich hinsetzen, das zusammenschneiden und dann direkt hochladen. Wenn ihr das direkt beim Upload seht, dann wisst ihr, vor einer Stunde oder vielleicht 2 Stunden oder 3 Stunden habe ich das hier aufgenommen. Und wenn ich euch jetzt neugierig gemacht habe auf dieses Stück, dann geht gerne ins Blutenburg-Theater in München in der Blutenburgstraße. Es ist keine bezahlte Werbung, ich war einfach gestern da und ich möchte, dass die weiter Theaterstücke machen können. Denn wie gesagt, ich war nie ein Theatermensch, jetzt werde ich es, glaube ich, vielleicht, und ich möchte das nicht missen. Ich möchte nicht, dass die untergehen. Und wenn ihr nicht in München wohnt oder nicht nach München kommen könnt, dann schaut euch irgendwo anders irgendein Theaterstück an. Es gibt super coole Theaterstücke. Es ist immer eine Freude, diesen Schauspielern auf der Bühne zuzuschauen, wie sie nicht, wenn sie einen Satz vielleicht mal gerade verkackt haben, einfach neu aufnehmen können, sondern improvisieren müssen und irgendwie weitermachen müssen. Und du siehst diese Schauspieler direkt vor dir. Du siehst,
Du siehst es, das ist nochmal, das macht so einen Unterschied. Also probiert es aus. Theater hat was.